willst du? Ich hab gehört, du bist Schauspieler. Ja und? Ich hab was für dich. Theaterstück. Knallhartes Ding. Hab ich geschrieben. Und? Was soll ich damit? Das können wir doch hier aufführen. Das wäre doch eine Sensation. Was? Hier im Knast? Du spinnst wohl. Das Stück heißt Hoffnungslos. Tragödie. Knüller. Was ist das? Darf ich auch mal? Kein Porno, Amazonen. Theaterstück. Das führen wir hier zusammen auf. Der Kurator und ich. Komm, Baby, nicht so pathetisch. Du bist doch eine Frau. Was? Ja, nicht so dramatisch. Ein bisschen einfacher, natürlicher. Wenn Sie entlassen werden, Herr Fischer, dann erst klar, dass Sie lieben Menschen kennen. Sie umso lange Spaß, hier mitzumachen? Ja, ihm schon, aber mir nicht. Eine Abwechslung für den Jungen. Ja, ich weiß nicht. Der Umgang mit diesen Typen. Oh, Herr Fischer, ich muss es Ihnen sagen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Nicht wahr, Herr Pfarrer? Ja, ja. Der heilige Paulus spricht von drei Tugenden. Glaube, Hoffnung, Liebe. Still, jetzt kommt er. Warte! Junge. Mein Sohn. Ich halte es nicht mehr aus, Vater. Heute hat mich der Lehrer in der Schule gefragt, warum ich so schlecht bin in Mathe. Und? Was hast du geantwortet? Ich hab gesagt, das kommt davon, wenn mein Vater im Knast sitzt. Und meine Mutter, weil sie uns doch davongelaufen ist. Und dann haben sie mich alle angestarrt und haben gesagt, was, mein Vater sitzt im Knast, haben sie gesagt. Das hätten wir nie gedacht von dir. Vater, lass mich nicht allein. Nein, mein Junge. Wir bleiben zusammen. Ganz bestimmt. Ich bin nämlich einer von denen, die immer wieder im Knast landen, weil es draußen für uns nie eine Chance gibt. Ich bin ein elender Narr, Frau Stucki. Ein jämmerlicher, gottverdammter Versager. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Weil ich Angst vor der Zukunft habe. Weil es für uns draußen eine Zukunft nicht mehr gibt. Für dich in Acht nehmen. Warum denn? Das ist ein Schwuler. Der fasst kleinen Jungs am Schwanz. Geilt sich daran auf. Hey, Kleiner! Hey!
Das ist doch kein Knast mehr, das ist ein Rommelplatz. Ja, ja. Herr Thomas. Da. Warst du raus schon? Klar. Ist da noch ein kleiner Junge? Von wegen. Stimmt es, dass du schwul bist? Hey Lemmy, pass doch mal ein bisschen auf. Das Bild gehört auf die andere Seite. Oh, hätte nach vorher sagen können. Zu Hause haben wir auch geredet von dir. Mein Alter mag dich nämlich nicht. Der kennt mich ja kaum. Er hat was gegen Schwule. Trotzdem sitzt ihr oben mit mir zusammen. So, Feierabend, Schluss machen. Aufhören, Schluss. Tschüss, Thomas. Tschüss. Gut. Wenn Sie nochmal zu spät kommen, schreibe ich einen Rapport. Na, dann schreiben Sie mal. Lieber Martin, wenn du aus deinem Zellenfenster blickst, siehst du die Häuser der Aufseher. Ich wohne direkt gegenüber der Gefängnispforte. Unter dem Dach ist mein Zimmer. Du musst es von deinem Fenster aus sehen. Vergiss, wo du bist. Ich möchte bei dir sein. Thomas.